Hallo liebe UFM-Zuhörer, mein Name ist Diyubi, bürgerlicher Name Elias El Jazuli, bin gebürtiger Marokkaner, allerdings in Deutschland bzw. in Offenbach geboren, mache deutschsprachigen Hip-Hop schon seit Jahren und habe jetzt Anfang des Jahres im Februar meine erste CD released und deswegen bin ich heute hier. Und weil er uns so überzeugt hat, der Diyubi, ist er diese Woche unser UFM Heimspiel. Sound. Ich mache deutschsprachigen Hip-Hop und was mich auszeichnet oder was bei mir sehr charakteristisch ist, ist glaube ich, dass meine Texte oft sehr gesellschaftskritisch sind oder persönlich, also ich sehe das auch so ein bisschen als Selbsttherapie. Die Texte kommen halt aus dem Herzen und ansonsten würde ich sagen, meine Stimme ist auch noch so ein bisschen extravagant. Plattensammlung. Zu Rap bin ich eigentlich über Snoop Doggy Dogg gekommen. Und später dann halt auch über Tupac, der halt auch sehr tiefe Texte hatte. Und da bin ich eigentlich, muss ich sagen, drauf hängen geblieben. Oder das ist halt auch noch die Musik, die ich bis heute noch höre. Natürlich höre ich auch andere Musik wie Jazz, Reggae oder irgendwelche soulige Sachen. Aber was mich halt zu dem gemacht hat, was ich jetzt irgendwie heute bin, ist schon Tupac-mäßig in die Richtung. Feedback. Seitdem es irgendwie die Internetseite gibt, www.durfstyle.de, im Gästebuch oder in der Kontaktmail kriegt man immer wieder mal so ein paar Mails, wo einfach irgendwelche Jungs oder Mädels sagen, ey, ich kann die Musik fühlen, ich finde sie einfach geil so. Und es sind so Kleinigkeiten, aber die geben einem immer wieder so ein bisschen Auftrieb, weil es gibt, glaube ich, bei jedem Künstler oder bei jedem irgendwie Momente, wo man so ein bisschen zweifelt an der Sache, die man macht. Bei Auftritten holt man sich auch Feedback, wenn irgendwie die Crowd oder die ganzen Leute, die da drumherum stehen, dazu abgehen. Es gibt einem dann schon so ein gutes Gefühl so. Nachbarn. Musikalische Nachbarschaft oder Brüderschaft, würde ich schon fast sagen, ist zu tief drin. Die Plattform aus Frankfurt, die irgendwie jetzt in den letzten 8-9 Monaten drei und jetzt das vierte und das fünfte Release auch wieder ansteht, sind natürlich ganz wichtig. Also für mich auf jeden Fall so die erste Adresse, wenn es irgendwie um Musik geht oder auch so. Ist halt eine dicke Freundschaft geworden. Dazu gehören Giovandino, AJ, JMF, Stillbig, Uzi und die ganzen anderen Jungs, die irgendwie noch drumherum chillen. Mission. Ich mache die Musik aus Leidenschaft und ich werde sie machen, ob ich jetzt irgendwie dick rauskomme oder nicht. Ich werde auch irgendwie in 50 Jahren, glaube ich, noch Texte schreiben, weil es einfach für mich so eine Selbsttherapie ist. Ich habe diesen Drang, Texte zu schreiben, ob jetzt auf Beats oder auch so. Für mich ist es halt auch so, dass ich da sehr viele persönliche Sachen auch einfach verarbeiten kann. Es ist ein Ventil. Ich mache die Mucke in erster Linie für mich so und jedem, den es gefällt, cool. Jedem, den es nicht gefällt, auch cool. Lieblingssong. Jetzt kommt der Track Migawari von der Unaufhaltbar EP von DUB, das bin ich. Ja, gebt euch den Track, ist auf jeden Fall deep. Viel Spaß. Es gibt nichts Neues, ich berichte wieder mal vom Leid, wieder von Schmerz und Tränen, wieder von Ungerechtigkeit. Mein Traum bleibt ein Leben im Frieden, im engsten Kreis, mit Familie und Freunden und meiner Frau an meiner Seite. Doch nach Schicksalsschlägen, denen ich unterlegen war, steh ich zwar in Aufrecht auf der Suche nach meinem Frieden, doch die Gegenwart ist Gegensatz dagegen und ich box mich auf mein Leben, lasse Tränen und Blut für alle Narben meines Lebens sehen. Ich bin kein Mensch ohne Gefühle und Gewissen, ich versuch richtig zu handeln und verlor Brüder, die ich vermisse. Mein Onkel Charles Bennett, mögest du in Frieden ruhen. Ich bete für dich, wie es für mich meine Brüder tun. Und Amir Dedic, ich teile dein Leid. Ich weiß, deine Familie und du haben es nicht leicht. Doch halt den Kopf hoch und bleib stark. Es kommt die Zeit, wo wir alle Frieden finden. Doch bis dahin bleib. Mein Leid ist die Welt dieser Zeit. Ich schreib mein Pein im Rhein. Ich bleib immer alleine und kalt. Mein Schmerz nur mit dem Beat, weil er nicht mir weint. Mein Leid ist die Welt dieser Zeit. Ich schreib mein Pein im Rhein. Ich bleib immer alleine und kalt. Mein Schmerz nur mit dem Beat, weil er nicht mir weint. Die Sonne geht auf, ich bete zu Gott. Wasch mich, nimm mein Teppich und senke meinen Kopf. Bitte beschütze meine Familie, Geschwister und Eltern. Lass uns den rechten Weg gehen, den du für uns bestellt hast. Gib uns Kraft und Halt in dieser Welt voll Hass. Wir sind da rein zu schwach. Bitte mach uns stark. Lass die Engel mit uns sein und den Teufel vor uns fliehen. Bitte vergib uns am jüngsten Tag. Amen. Ich tu mein Bestes, um korrekt zu sein. Ich ziehe Liebe, Hass vor und versuch immer Respekt zu zeigen. Mein Vater lehrte mich das. Ich bin dir dankbar.